Tag zusammen, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Karl Otzbrocken, mein Name, Tabakfirmenbesitzer. Allgemein wird ja immer behauptet, die Tabakpflückerkinder hätten so ein hartes Leben. Heute wollen wir mit solchen Vorurteilen aufräumen. Wir vergleichen das Leben des brasilianischen Tabakpflückerkindes Maria, hier links im Bild, mit dem anstrengenden Alltag meiner geliebten Tochter Jennifer, hier rechts im Bild. Während mein kleines Jenny-Prinzesschen frühmorgens um 5 noch ihren Schönheitsschlaf hält, deswegen ist sie ja auch so schön, muss Maria bereits aufstehen, um auf dem Feld zu arbeiten, um somit ihre und noch viel mehr meine Brieftasche zu füllen. Tja, Morgenstund hat Gold im Mund, nicht wahr? Da es heute in Deutschland regnet, fahre ich mein Jenny-Mäuschen mit meinem schicken Auto selbstverständlich in die Schule. Schließlich soll ihre Frisur nicht zerstört werden. Maria dagegen genießt angenehm warme Temperaturen und einen wunderschönen Spaziergang in der brasilianischen Natur auf dem Weg zur Schule. Die Welt ist halt ungerecht. Wie Sie sehen, arbeitet mein armes Jenny-Häschen den ganzen Tag lang hart in der Schule, damit sie was aus sich machen kann. Diese Maria hingegen hat nur 4 Stunden Unterricht und liegt auch die ganze Zeit nur voll mit dem Kopf auf der Bank. Kein Wunder, dass aus ihr nichts wird. Nach dem langen und anstrengenden Schultag darf sich mein Schätzchen auch mal was gönnen und mit ihrer Freundin Papis Kreditkarte mal richtig zum Glühen bringen. Hier darf Maria auch lobend erwähnt werden, die fleißig auf dem Feld arbeitet. Naja, obwohl, die paar Blättchen einsammeln kann man ja nicht wirklich Arbeit nennen. Abends geht mein Prinzesschen schön essen und lässt den anstrengenden Tag gemütlich ausklingen. Maria kann den ganzen Abend nur jammern, dass ihr vom Tabak so übel ist, wenn sie im Chemieunterricht halt nicht aufpasst. Und so endet der Tag. Mein armes Jenny-Mäuschen fällt erschöpft ins Bettchen, während Maria noch fröhlich auf dem Feld rumhüpft. Naja, wie ungerecht das Leben doch ist. Auf, Maria!